der Klasse bis 250, also die 500 Kubikzentimeter Klasse, mit Spannung, mit viel Spannung erwartet. Denn der Zweikampf zwischen Freddy Spencer und Kenny Roberts spitzt sich immer mehr zu. Alle anderen haben keine Chance mehr, Weltmeister zu werden in dieser Klasse. Und so gab es gestern beim Training schon einen richtig spannenden Kampf. Trainingsschnellster Freddy Spencer, der 21-jährige Newcomer aus Kalifornien. Zweitschnellster Kenny Roberts, sein Landsmann. Übrigens, Spencer gewann hier vor genau einem Jahr seinen ersten Grand Prix, damals allerdings noch auf der alten Strecke. Sie wurde ja inzwischen bekanntlich umgebaut. In der vordersten Startreihe zwei weitere Amerikaner mit Lawson und mit Mamola. Insgesamt 31 Fahrer beim Rennen. Sechs mussten noch während der Aufwärmrunde mit technischem Defekt zurückbleiben. Im Feld auch ein Deutscher, der Münchner Ernst Geschwindner. Seine Position schwankte zwischen Rang 20 und Rang 16. Die 500er erreichen auf der langen Gerade eine Höchstgeschwindigkeit von fast 260 Stundenkilometer, doch eine große Steigerung gegenüber der 250er-Klasse. Vorne die Trainingsschnellsten, Freddy Spencer Nummer 3 setzt sich schon etwas ab, dann Randy Mamola mit der Nummer 6, Roberts Nummer 4 und dann Katayama, der Japaner. Er gewann ja in Assen den zweiten Platz hinter Roberts und noch vor Spencer. Katayama und Spencer fahren ja beide Honda und es gab da einigen Ärger mit der Stallregie. Mamola fährt Suzuki und Kenny Roberts eine Yamaha. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten bei diesen hervorragenden Bedingungen etwa 162 bis 163 Kilometer in der Stunde. Etwas verwunderlich, dass nicht mehr als 50.000 Zuschauer da waren. Die Strecke liegt ja ganz in der Nähe der Bundesrepublik und die Bundesdeutschen sorgen eigentlich für große Zuschauerzahlen, gerade beim Motorrad-Grand Prix-Sport. Immer noch die erste Runde. Freddy Spencer vergrößert seinen Vorsprung. Wir werden das gleich sehen. Er ist ein Draufgänger, ein Typ, der sehr viel riskiert und sehr oft über die Grenze geht. Aber ich muss das sagen, was Eberhard Figgemeier schon vor mir gesagt hat. Die Fahrer ganz generell vernünftiger als in Assen. In Führung Spencer und dann Kampf um Platz 2 zwischen Mamola und Roberts. So geht es in die zweite Runde. Alle Fahrer dahinter sind schon aus dem Windschatten raus und werden später mit dem Rennen auch nicht mehr Wesentliches zu tun haben. Schon 100 Meter Vorsprung für Spencer. Danach greift Roberts Mamola an. Immer wieder versucht Roberts anzugreifen. Aber Mamola kann noch kontern. Wie lange noch ist die Frage? Und hier ist er vorbei. Man hat es leider nicht sehr gut sehen können. Auf der langen Geraden geht Roberts an Mamola vorbei, holt sich den zweiten Platz. Und von nun an steht dieses Rennen eigentlich ganz im Zeichen von Spencer und Roberts. Wobei Spencer seinen Vorsprung zeitweise auf 6 Sekunden ausdehnen konnte. Klare Führung für Spencer, schon 3 Sekunden nach der dritten Runde. Dann Mamola, Katayama, Lucinelli und Haslam aus Großbritannien. Und Haslam und Lucinelli, die beiden hatten einen spannenden Kampf um Platz 5. Jetzt Haslam vorne. Ein Duell, das die Zuschauer besonders interessierte, zumal vorne zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht allzu viel los war. Lucinelli und Haslam. Und gleich wieder ein Überholmanöver.
Flasche ausbremsen. Aber wie gesagt, es wurde fair gefahren. Hier noch einmal in Zeitlupe zu sehen. Hier bedenkt keiner den anderen. Das Risiko durch die vernünftige Art zu fahren doch wesentlich heruntergemindert. Auch an der Spitze wurde es dann wieder spannend. Wir machen einen Sprung in Runde 12. Spencer noch in Führung, aber nur noch 2 Sekunden, 45 Vorsprung, nachdem er schon einmal über 5 Sekunden hatte. Es war sehr warm. Vielleicht hat sich Spencer doch ein wenig zu sehr verausgabt. Er hat am Anfang unheimlich Geschwindigkeit gemacht, während Roberts doch etwas verhaltener gefahren ist. Und der Vorsprung schmilzt zusammen. Auch hier also jetzt viel Spannung. 20 Runden zu fahren, das sind 139 Kilometer und das ist die 13. Runde. Roberts greift an, touchiert und kommt dennoch vorbei. Eine gefährliche Situation. Mamula versucht jetzt im Windschatten zu bleiben, zu kontern. Wenn er das nicht sehr weit schafft, dann verliert er an Moral, dann ist da nicht mehr viel drin. Mal sehen, ob er es schafft. Hier noch einmal die Situation des Überholens und Sie sehen deutlich, dass es in der Kurve nach dem Überholen sehr, sehr eng wird. Beim Beschleunigen touchiert Roberts die Maschine seines Gegners. Eine gefährliche Situation, die für beide das Aus hätte bedeuten können. So aber macht sich Roberts dann schließlich frei. Er tut nur so viel, wie er unbedingt machen muss. Das ist auch sehr viel, aber er tut nur so viel, wie er braucht, um den Sieg zu sichern. Seinen zweiten hintereinander. Letzte Woche in Assen war er ja auch der Sieger. Jahre ist er alt. Seine Maschine wiegt etwa 140 Kilo und 121 Kilo und hat etwa 140 PS. Er über die Ziellinie, zweiter Spencer. Das Gewicht seiner Maschine 113 Kilo, aber eben auch nur 130 Kilo PS. Und da mag vielleicht der Nachteil drin gelegen haben. Dritter wurde Mamola. Hier noch einmal das Ergebnis auf einen Blick. Es bleibt spannend in dieser Klasse. Noch führt Spencer jetzt mit 105 Punkten in der Gesamtwertung vor Kenny Roberts mit 100 Punkten. Drei Rennen stehen noch aus. Zurück zu Arnim Bascher.